Willkommen zurück, Leute, zu Dragon Quest 4. Wir befinden uns hier auf dieser einsamen Insel, wo die Leute sehr gut Bescheid wissen über Zenithia. Und wisst ihr was? Gleich bevor wir rausgehen. Wir gehen raus, ne? Das ist das Erste, was wir machen. Und dann stellen wir das Team mal wieder um. Denn ich glaube tatsächlich, ist es nicht so, dass wir das Mädel dabei haben müssen. Und wenn wir das Mädel nicht dabei haben müssen, dann... Warte mal, mach das mal zurück. Das passt mir nicht. So habe ich das immer, ne? Wundervoll. Okay, dann können wir nun den Ort hier weiter erkunden. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mal da links oben. Einfach mal so aus Scheiß. Übrigens habe ich eure Kommentare natürlich alle gelesen zum Thema nächstes Projekt. Und ich kann euch sagen, einer hat auch geschrieben, ja, das Spiel. Unter anderem. Was es dann werden wird. Ich kann euch schon mal so viel verraten, das wird wieder ein absoluter Klassiker. Ein älteres Spiel. Und ja, lasst euch überraschen. Das ist alles, was ich dazu aktuell sagen möchte. So, hier können wir, glaube ich, irgendwie... Warte mal, wir fahren hier runter. Das ist gar nicht so gut. Ich glaube, das ist gar nicht so gut. Ich meine, dass dieser Bereich nur dafür da ist, um irgendwie ein Item zu finden. Ja, das nämlich da unten drin ist. Und wir stellen das Teil jetzt da drauf, was halt kacke ist. Das wollen wir gar nicht. Das wollen wir nicht unbedingt. Nee, da wir das nicht wollen, würde ich fast sagen, wir fahren direkt wieder hoch. Das ist nämlich Blödsinn, was wir da machen. Kompletter Bullshit. Ah, wieder hoch, Visado. Dankeschön. Ja, das ist so, ne? Ich hab ja ordentlich Pläne gemacht. Ich habe auch ungefähr jetzt den Plan, wie lange ich hier für dieses Spiel noch brauchen werde, ne? So das in diesem Part und dann das. Gibt auf jeden Fall... Ihr braucht euch um mich keine Sorgen machen, mit anderen Worten. Ich weiß Bescheid. Gut, dann lass uns jetzt aber mal einfach so straight nach unten watscheln. Schön in diesem Bereich ist, glaube ich, dass es keine Monster gibt. Er weiß natürlich zu schätzen. Auf jeden Fall, genau. Denn hier können wir nämlich einfach dann runter. Und dann sollte es hier irgendetwas wunderbar Tolles geben. Was war das denn? Ein Göttinnenring. So, jetzt ist doch die Frage. Zum Minikin wollten wir auch noch. Ja, da wollten wir unbedingt noch hin. Alena hat den bekommen. Den Göttinnenring. Regeneriert bei jedem Schritt ein paar MP des Trägers. Ja, das finde ich an sich ganz gut. Erhöht auch die Weisheit enorm. Ja, ja. Ich glaube hier von 83 auf... sie hat 151 MP, du 267. Ich glaube, du bist unsere wichtige... Unsere wichtige Braut, oder? So war das. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, aber mehr Weisheit, mein Gott. Dann bringt es vielleicht im Healing auch mehr. Ah, hier komme ich nicht wieder weg. Komm hier jetzt echt so nicht mehr weg? Nur mit Hintertür? Nee, ich komme auch so wieder raus. Aber Hintertür sollte doch eigentlich auch funktionieren. Aber hier tut sich nichts. Alter, als ob. Das ist ja lame. So, die Frage ist doch jetzt, wie komme ich an die andere Truhe? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Und ich habe auch noch etwas herausgefunden. Und zwar gibt es noch ein Item, das wir, glaube ich, nicht haben. Wir aber unbedingt noch holen müssen. Das werden wir zwar in diesem Part nicht mehr holen, aber in einem der späteren. Und darauf kann man sich schon freuen. Da ist auch das Item. Denn ohne dieses Item, glaube ich, können wir den letzten Boss nicht schlagen. Was durchaus als Problem gelten könnte. Wenn wir den letzten Boss nicht schlagen könnten. Ich sehe gerade unsere Level und ich bin eigentlich ganz gut angetan davon. Von unseren Leveln, die wir aktuell haben. Alter... Eventuell haben wir hier ein kleines Problem. Aber auch nur ein winziges. Ja, die Level. Ich werde vor dem letzten Boss auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Da möchte ich mich schon mal festlegen. Mein Gott. Wie viele Yggdrasil-Blätter haben die bitte? Jeder eins hoffentlich nur, maximal. Dann dürfte die... die halten gut was aus und die stecken auch gut was ein. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was hier passiert. Alena. Mina. Maya. Und Wollo.
Ich komme aus diesem Kampf nicht mehr raus. Das wird gute Erfahrungspunkte geben. So viel ist mal sicher. Ist die Frage, ne? Was könnte man anders machen? Wenn Alena natürlich starr vor Angst ist, ist es halt mega scheiße, weil sie ist halt... Ja, du willst mich doch verarschen. Okay. Aber er ist tot? Wollte gerade sagen, weil dann werde ich jetzt dahin übergehen, dass ich nur noch den angreife. Erstmal, mein Gott, 4000 Erfahrungspunkte. Und Alena erreicht Stufe 35. Perfekt. Weil sie halt die Wahnsinnsstärke am Ende hat. Ragnar hat dann auch gute Stärke. Der Kampf hat sich mal gelohnt. Toneko ist gerade mal auf 31. Das ist nicht so gut, aber ja. Damit leben wir erstmal. So. Wo wir am Ende des Tages, am Ende dieses Partys hinwollen, ist übrigens nicht hier oben, sondern hier unten. Deswegen sollte ich da vielleicht auch mal mich so langsam hinbewegen. Metallkönigschleim, oh bitte lauf nicht weg. Bitte lauf nicht weg und bitte haut sie um. Bitte haut sie um. Er flieht, der greift an. Nice. Okay, der haut doch gut rein. Bitte, lieber Gott, lass sie einfach. Töte ihn bitte. Ja! Wie viel bringt das? 30.000 Erfahrungspunkte. Oh, ich habe einen Steifen. Oh, direkt einen Steifen. Instant Beule. Oh, zu Recht. Zu Recht. Es sind halt fucking 30.000 Erfahrungspunkte, die wir ziemlich leicht bekommen haben. Einer für alle. Okay. Ragnar auch noch. Hätte ich gerade erst ein Level Up bekommen? Toneko wahrscheinlich jetzt auch. Nee, weil Toneko hat es gerade eben gekriegt. Einfach jeder. Kirill. Es hört gar nicht auf. Es hört einfach eiskalt gar nicht auf. Roger. Stufe 31 gerade mal. Er hört nicht auf. Toneko. 30.000 haben echt gereicht, um Toneko auf die nächste Stufe zu bringen. Das ist natürlich geil, aber wundert mich, dass es so einfach dann doch war. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass es wirklich viel bringt, so ein Level Up, ne? Selbst wenn man Stärke plus 6 da hat, wie jetzt zum Beispiel bei Alena gerade. Aber mein Gott, bei Boss werden wir halt einfach jedes Level brauchen. Deswegen... Nicht rumheulen, einfach freuen über jede Kleinigkeit, die man kriegt, wie zum Beispiel 30.000 Erfahrungspunkte. Ich werde auf jeden Fall in diesem Bereich, wenn ihr wissen wollt, wo ich später leveln werde, das wird hier passieren, so wie es aussieht. Und im besten Fall, alter Verzweiflungsangriff, mach keinen Scheiß jetzt. Alena, ranz ihn um, genau, Maya und Wollo, hau ihn um. Hau ihn doch um, Mina, mach doch, das gibt's doch nicht. Es ist nicht weiter schlimm, weil bevor wir in den Turm gehen, kann ich mich ja, können die anderen die ja heilen. Es war trotzdem ein bisschen doof. Nicht ganz das, was ich möchte. Ja, in diesem Bereich werden wir auf jeden Fall leveln und dann hoffe ich einfach, dass ich ein paar Königsmetallschleime finde. Und die dann auch töte. Ne? Hoffen wir einfach aufs Beste. So, dies ist der Zenithia-Turm. Der Straight-Weg nach Zenithia. Vor allen Dingen straight. Mal gespannt, wie krass verrückt es wird. In diesem Bereich merke ich halt auch schon direkt, hier gibt's auf den Sack. Hier gibt's auf den Sack. Maya ist dabei gestorben. Bei drei normalen, popeligen Gegnern. Bei drei popeligen Gegnern. Einfach so RIP gegangen. Wisst ihr Bescheid, ne? Wisst ihr Bescheid. Das ist, das wird ein Spaß. Für groß und klein. Na gut, wir schauen einfach mal, ob ich, ich weiß gar nicht, ich werde wahrscheinlich gar nicht groß irgendwie rumsuchen hier. Sondern einfach erstmal versuchen, straight nach Zenithia zu kommen. Um gar nicht so viel Ärger zu kriegen. Ein Klaubolero. Was ist denn bitte ein Klaubolero? Das würde ich doch gerne mal wissen. Lena, du hast ihn bekommen, ne? Klaubolero. Absorbiert zuweilen die MP feindlicher Zauber. Hilft es irgendjemandem? Abwehr von 100 auf 104. Von 105 auf 109. Dann würde ich sagen, Mädel, du absorbierst ab und zu mal den Zauber. Das können wir machen. Plus ein ganz, 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 ganz bisschen mehr Abwehr, die halt, ja. Diese Abwehr ist nicht der Rede wert, ne? Ist hier was? Nö.
War fast klar. Oh, aber hier. Wollte gerade sagen, ich riskiere lauter Random Encounter. Und wofür? Vermutlich für nichts. So, sind wir schon in Cilicia? Was ist? Hier brauche ich wahrscheinlich die Rüstung, oder? Habe ich die Rüstung komplett angelegt? Einmal kurz überprüfen. Zenizia-Rüstung ist komplett angelegt. Ich sehe hier aber nicht... Nein! Ich glaube, ich sehe meinen Fehler. Ich habe das Mädel doch gar nicht dabei. Das hätte ich wahrscheinlich hier dabei haben müssen, oder? Oh. Visado! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Dass es so ist. Gut! Dann würde ich sagen, ich gehe nochmal hier hoch mit dem Mädel dabei, ne? Das war jetzt nicht die schlauste Aktion von mir, auf jeden Fall. Oh, wobei, zurück. Kobato, zurück. Ich habe gerade was gesehen auf dem oberen Screen. Ich habe auf dem oberen Screen was gesehen. Sofort das Kommando zurück. Wir gehen wieder hoch. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich sie am Ende brauche. Kann dann sein, dass ich es dann immer noch wieder bereue. Ja, und mir sie doch holen muss. Aber, was meine entzündeten Augen da gerade gesehen haben auf dem oberen Screen, ist das hier. Es geht auf jeden Fall vorher noch weiter hoch. Und das sieht sehr richtig aus, möchte ich mal sagen. Ja. Ist ja nur die Frage, ob das alles gilt, wenn ich die Olle nicht dabei habe. Davor habe ich ein bisschen Angst. Es kann auch einfach nur Zierde sein, ne? Es scheint auch einfach nur Zierde zu sein. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ja, wo kommt das denn jetzt her? Haben wir hier Feines? Oh, Yggdrasil-Tau. Ja, Yggdrasil-Tau. Auf jeden Fall für den letzten Boss sehr, sehr interessant. Denn der letzte Boss, puh. Der ist ein wahrer Bossgegner, auf jeden Fall. Das ist nicht mal eben so gemacht. So, wir können hiermit vielleicht runterfahren oder so. Ich gehe erstmal hier hoch. Um zu schauen. Es wirkt aber so, als wäre Random Encounter jetzt vorbei. Und ich einfach, okay, vielleicht auch doch nicht. Ja, das ist deutlich vorbei. Ich dachte halt gerade. Oh, da kommen noch mehr. Es wäre ganz nett, wenn ihr mal treffen würdet, ne? Dankeschön. Molo natürlich nicht. Die machen jetzt nicht viel Damage. Aber wenn sie nie getroffen werden, ist das schon ein bisschen... Fällt das schon eher unter nervig. So, gehen wir mal einfach... Ich habe sowieso keine Ahnung, wo ich hin muss, deswegen... Einfach laufen. Einfach laufen. Wenn ich dann wichtige Sachen verpasse, kann ich die noch nachholen. Wie gesagt, ein super wichtiges Item für den letzten Kampf fehlt uns sowieso noch. Ich glaube zumindest, dass ich das nicht habe. Will ich aber jetzt auch nicht überprüfen. Werden wir dann im nächsten Part, werde ich euch das dann sagen, ne? Ob es noch fehlt, ob wir es noch holen müssen. What the fuck? Das ist halt einfach gar nichts. Das ist halt einfach gar... Wofür ist diese Leiter? Wofür bitte ist diese Leiter? Für nichts. Willst du es offiziell machen, Wollo? Hast du dich verlaufen? Eventuell, ja. Eventuell. Will jetzt noch nicht direkt sagen, ist alles vorbei hier und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, davon mal abgesehen, aber... Noch! Noch habe ich leichte Hoffnung. Hier liegt was. Eine Mini-Medaille. Das sehe ich so ein bisschen als Zeichen an für... Du findest gerade irgendeinen random Shit. Wie eine weitere Mini-Medaille. Und ein Stärke-Samen. Das wiederum ganz nice ist. Den werde ich wahrscheinlich auch Alena... Komm, den geben wir mal schnell Alena. Wegen ihrer normalen Waffe, ne? Ist sie halt auf jeden einzelnen Stärkepunkt angewiesen. Hier kann ich... Scheiße, wo muss ich hin?
Wo muss ich hin? Ich weiß es doch nicht. Also ich finde es nett, dass die Random-Encounter-Rate hier sehr gering ist. Das ist halt wirklich nice. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich die Olle dabei haben muss, ne? Ich glaub's halt fast. Ich glaub's halt wirklich fast, weil ich habe keine Ahnung, was hier oben jetzt passieren soll. Es passiert halt nichts. Vielleicht würde sie uns dann sagen, ey, ey, guck mal, du kannst jetzt, ne? Mach mal das. Das kann doch keine Sackgasse sein. Jetzt mal im Ernst. So ein Weg und dann die Leiter, das kann doch keine Sackgasse sein. Es kann halt nicht. Mein Gott, es kann halt nicht. So, jetzt zeigen wir, wo es da weitergeht. Es geht nicht weiter. Es geht halt schlicht und ergreifend hier nicht weiter. Das gibt es doch gar nicht. Okay, Freunde. Ich werde rausgehen. Mit der Ollen nochmal wieder rein. Oder hier offscreen halt ein bisschen suchen. Ja. Ich suche offscreen. Vielleicht kommen wir hier weiter. Ich bin jetzt einfach mal random ein bisschen rumgelaufen. Und ich sehe, ich kann hier nicht drauf gehen. Jetzt. Er wollte gerade nicht. Ihr habt es gesehen, ne? Dass er nicht wollte. Also nehme ich das als Hinweis. Vielleicht ist es jetzt die Stelle, die wir gesucht haben. Wir sind auf jeden Fall woanders. Mein Gott, ne? Ich bin nochmal ein Stück runter und dann einfach irgendwie ein bisschen links gehalten. Vorher hatten wir uns halt rechts gehalten. Kann halt auch sein, dass das jetzt wieder in einem... Ah, guckt mal. Okay, wir sind definitiv weiter. Wir müssen jetzt auch langsam mal jetzt so das Ende finden. Weil meine MP werden langsam aufgebraucht. Und das ist tatsächlich nicht ganz so schön. Oh, da seht ihr jetzt auch. Minas MP sind aufgebraucht. Wir gehen jetzt schon an Volus. Das bedeutet, wenn hier nicht bald das Ende kommt. Aber ich denke, hier kommt's. Das sieht mir doch sehr nach Ende aus. Und durch die Rüstung, es kann scheinbar nur durch die Rüstung so sein, schweben wir auf einer Wolke gen Himmel. Cool. Und landen endlich im heiligen Zenizia. Oh, hier sind alle da. Das ist doch nett. Seht nur, Zenizia, meine Heimat. Ohne eure Hilfe wäre es mir nie gelungen, hierher zurückzukehren. Ich danke euch, Volo, doch nun muss ich euch verlassen und meine Freunde von meiner Heimkehr unterrichten. Ich danke euch vielmals. Lebt wohl. Nichts zu danken. Ich wollte hier ja sowieso hin. Das ist schon in Ordnung. Alles cool. Gut, dann schauen wir mal uns in Zenizia um. Dies ist das imposante Schloss von Zenizia. Danke. Ihr befindet euch im Reich des großen Drachengottes. Ach ja, genau, wir wollen ja mit dem Drachengott reden. So, jetzt finde dich aber hier mal zurecht. Was ich hier mache? Ich pflege ein paar junge Yggdrasil-Bäume. Bitte Föhn, jetzt etwas Yggdrasil-Tau, das ist ein Geschenk von mir. Nice, noch mehr davon. Wir haben auf jeden Fall Minimum 3. Aktuell, würde ich sagen. Das ist wunderbar. Es ist soweit. Eine große bedrohliche Wolke verdunkelt langsam aber sicher die Welt. Ja, es ist soweit. Die Welt geht langsam aber sicher unter. Vor vielen, vielen Jahren stieg ein junger Engel von Zenizia hinab und verliebte sich in einen Menschen, einen Holzfäller. Doch das göttliche Gesetz verbietet eine Beziehung zwischen Engeln und Menschen. So wurde der Holzfäller vom Blitz erschlagen und die untröstliche Engelsfrau wurde nach Zenizia zurückgebracht. Es ist ihr allerdings gelungen, das Kind zu vergessen, das sie auf der Erde zurücklassen musste. Wenn sie heute ihr Kind Volo sehen könnte, welche Macht wäre stark genug, ihre Tränen versiegen zu lassen? Also ist Volo das Kind von einem Engel und einem Menschen. Okay, wir müssen unbedingt zum Minikin. Unbedingt. Weil wir haben jetzt doch schon genügend. Vielleicht brauche ich auch genügend für das Item, das ich haben will. Ich werde mich da mal erkundigen. Aber wenn ich das letzte Item nicht habe, ne? Was ich eigentlich halt gerne hätte. Wir gucken uns erstmal unten um. Ja, dann habe ich keine Chance. Ich glaube nicht, dass ich dann den letzten Boss besiegen kann. Oh, hier liegt was. Noch, also Mini-Medaillen-mäßig wird man hier nochmal am Ende zugeschissen.
Oh, meine Freunde, seht nur, wie ihr mir geholfen habt. Ich kann mich nun wieder meinen Aufgaben widmen und auf den Nachwuchs aufpassen. Solch große Güte, wie ihr sie habt, zuteil werden lassen, muss belohnt werden. Pünktchen, komm doch mal her, bitte. Ich vertraue euch Pünktchen an. Ihr werdet euch auf euren Reisen begleiten und euch eine große Hilfe sein. Pünktchen schließt sich der Gruppe an. Ja, wir kriegen noch einen kleinen Drachen als Party-Member. Den kann man zwar nicht selber steuern, aber immerhin, er ist da und hilft so ein bisschen, ne? Wird für den letzten Bosskampf eventuell ein bisschen was bringen. Mein Gott. Pünktchen verlässt die Gruppe und läuft zum Wagen. Sehr schön. So hatte ich es mir auch erhofft. Unser Schicksal liegt nun in euren Händen. Ja, in Zukunft werdet ihr zu seltsamen Orten reisen. Da muss ich euch fragen, besitzt ihr schon das Horn des Barons? Falls nicht, müsst ihr es finden. Es heißt, dass es sich im Baronschrein östlich des Azimut befindet. Aha, genau das möchte ich nämlich noch haben. Östlich vom Azimut, okay. Das brauchen wir nämlich, also wenn wir das nicht haben, ne? Also, boah, wenn wir das nicht haben. Herzlichen Glückwunsch. Fürchtet euch nicht, denn hier seid ihr sicher. Die Wolken Zilizias geben uns Halt und bewahren uns davor, auf die Erde zu fallen. Dann ist ja gut. So, die Stelle müssen wir uns merken. Die werden wir noch brauchen. Aber ja. Jetzt sehe ich auch das erste Mal, wann man von diesem ganzen Kram erfährt, ne? Mit dem... Achso, naja, komm, du bist mir jetzt egal. Von diesem Horn des Barons. Das wir halt so wirklich, 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 wirklich dringend brauchen. Und nicht drumherum kommen. Oh, viele Jahre sind ins Land gezogen, seit flügellose Freunde zuletzt die Wolken unseres Reiches betraten. Ja, aber irgendwann passiert's, ne? Die Nachrichten, die uns von der Erde ereilen, stimmen uns besorgt. Es scheint, als stehe ein teuflischer Feind kurz vor der Wiedergeburt. Estarak. Schätze ich mal, ne? Dieser teuflische Feind. Och, Menschen, sag jetzt nichts, Sala. Schon gut hab. Okay, ihr seid nicht unbedingt von Menschen begeistert, ich merke das schon. Wir sind aber die Guten. Ja? Das sollte man jetzt nicht vergessen. An dieser Stelle. Manche der Bücher auf den Regalen sind euch nicht erlaubt. Doch ihr könnt einen der beiden dort bitten, euch vorzulesen. Nö. Ich weiß soweit Bescheid. Es ist mein Wunsch, auf die Erde hinabzusteigen. Doch allein der Zenithdrache. Zenithdrache bestimmt darüber, ob wir dürfen oder nicht. Gleich vor 10 Jahren oder mehr ein Engel aus unseren Reihen sich zur Erde hinabbegab. Ganz ohne Absegnung durch den Zenithdrachen. Einfach so? Das dreist. Ah, okay. Käme ich wieder dahin? Ist in Ordnung. Dann wollen wir jetzt aber auch langsam mal zu diesem verdammten Drachen, ne? Boah, hier war ich gerade. Genau. Den möchte ich ja jetzt langsam mal kennenlernen. Aber der Ort hier ist halt auch ziemlich groß. Kann man halt ganz klar so sagen. Aber ich habe ja auch noch nichts einkaufen können oder so. Aber das ist der Drache. Hallo, der in dem sowohl menschliches als auch zenizianisches Blut fließt? Euer Wohlergehen hat dem Zenithdrachen stets am Herzen gelegt. Steht unserem Herrn und Meister, dem Zenithdrachen, gegenüber. Na dann. Ich bin der Zenithdrache. Einige nennen mich auch den Drachengott. Von diesen luftigen Höhen aus nehme ich mich den Sorgen der Welt an. Ich weiß nur zu gut, warum ihr hier seid. Doch es ist bereits zu spät. Ich kann die Evolution des einen, den sie Zaro den Metzler nennen, nicht mehr aufhalten. Denn ich bin nicht so allmächtig, wie ihr es vielleicht glaubt. Ich überbringe eine eilige Botschaft, o Herr! Dem Tor nach Nadiria entspringt eine Welle der Bosheit. Ich weiß. Dankeschön. Ihr könnt euch zurückziehen. Dieser Zaro ist wohl der Ansicht, er könne Zenithia vom Himmel aus stürzen. Vielleicht hat aber auch der Aufstieg des großen Helden Volo nach Zenithia zu dieser Reaktion geführt. Wie dem auch sei,
Mir liegt es fern, die Motive der Menschen zu hinterfragen. Für eine solch schwache Rasse sind die Menschen manchmal erstaunlich willensstark. Und auf diese Stärke muss ich nun vertrauen. Hier steht der eine, der das Blut der Menschen und der Zenizianer eint, der große Held, Volo. Ihr seid auserkoren, das evolutionäre Böse aufzuhalten. Hiermit übertrage ich euch all meine Kräfte. Oh! Oho! Volo erreicht Stufe 34. Das sind alle Kräfte. Stärke plus 4, Volo den neuen Zauber Zickzack. Das ist alles! Das Zenizia-Schwert leuchtet schillernd auf. Macht euch nun auf den Weg, Volo. Die Welle der Bosheit hat bereits ein Loch in unsere Wolken gefressen. Durch diese könnt ihr unbemerkt in die Unterwelt von Nadiria schlüpfen. In diesen dunklen Tiefen wird das Zenizia-Schwert euer größter Freund sein. Okay. Gut. Soweit wissen wir Bescheid. Allerdings, wie gesagt, möchte ich, bevor wir dahin gehen, erst einmal noch des Barons Horns bekommen, das wir ja offenkundig im Azimut kriegen. Wir können ja mal gucken, wie wir uns dahin teleportieren können. Der Azimut? Wo war das denn? Und östlich von hier soll sich dann das Horn des Barons befinden. Okay, das werden wir suchen und hoffentlich dann im nächsten Part finden. Liebe Freunde, wir sehen uns. Bis dann und ciao.